Nichts ähnelt mehr einem Dior-Kleid als ein Dior-Kleid, lautet eine alte Modeweisheit. Und dennoch gelingt es Raff Simons, dem Meisterschneider des illustren Modehauses, die Tradition immer wieder neu zu erfinden. So geschehen auf den Haute Couture-Schauen in Paris. Wespentaille und weitschwingende Röcke, aber auch Asymmetrie, starke Streifen und ein schräger Lagenmix. Das Ganze den Regeln der Zunft gehorchend, maßgeschneidert und von Hand bestickt. Er wollte die Haute Couture befreien, sagte der Dior-Designer nach der Vorstellung seiner Kollektion, für die sich von den Kulturen verschiedener Kontinente inspirieren ließ. Hauchzarte Blütenkleider zauberte der Italiener Giambattista Valli und verwandelte den Pariser Catwalk in einen römischen Blumengarten samt Statuen. Wie frisch gepflückt wirkten die steifen Petticoat-Röcke, beschmückt mit zarten Blütenstrukturen aus Spitze und Tüll. Weiß und Grau waren die Grundtöne, dazu passend königliches Lavendelblau. Auch feuerrote Pflanzen wachsen in Wallis Schlossgarten, transparente Kleider mit Blumenmuster. Sein fünfter Auftritt bei den Pariser Haute Couture-Schauen und sein bislang stärkster, schwärmte die Modekritik nach der Schau. Die Schuhe waren's. Oder doch die Kleider? Die Kollektion der Niederländerin Iris van Herpen wirkte wie aus einer anderen Galaxie. Die Avantgarde-Schneiderin überraschte wiederum mit Kreationen, die lebenden Organismen ähnelten Bäumen oder Insekten. Kleider, in denen man nur langsam, zeitlos schreiten kann, den unmöglichen steilen Schuhkonstruktionen sei Dank. Zeitlupenkleider, die gegen die Schwerkraft anzukämpfen scheinen, spinnennetzartig und verschachtelt. So feierte Iris van Herpen auf den Pariser Haute Couture-Schauen die Entdeckung der Langsamkeit.